Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neuigkeiten. Im heutigen Video zeige ich euch so meine persönliche Traummaschine, die ich mir jetzt endlich kaufen konnte. Das ist hier dieser Langbandschleifer, den zeige ich euch gleich im Detail, aber vorher gibt es noch ein paar andere Dinge, die ich euch zeigen möchte. Ein kleiner Hinweis auch hier direkt am Anfang vom Video, ich zeige euch auch, wie wir die Maschine hier reinbekommen haben, denn die ist ziemlich groß und die kann man nicht einfach mal so hochheben. Deswegen, da bekommt ihr gleich noch ein paar Videos, wie wir sie hier reinbekommen haben. Wir haben einiges in der letzten Woche hier in der Werkstatt schon fertig bekommen. Eine Sache seht ihr auch bestimmt schon direkt, und zwar ist das die Beleuchtung, die jetzt hier in der Decke ist. Das ist so meine Videobeleuchtung und ey, das ist so ein Riesenunterschied, was so ein bisschen Licht ausmacht. Und ein bisschen Licht trifft es hier nicht ganz, denn die Bude hier drin ist jetzt wirklich taghell überall. Man sieht fast keine Schatten, außer halt dort, wo direkt eine Hobelbank drüber ist, dort ist ein kleiner Schatten drunter. Auf jeden Fall mache ich das Ganze mit der Firma Luxlight zusammen. Also ich habe die Lampen schon gekauft, aber halt vergünstigt. Und der Sven von der Firma Luxlight, der wird auch noch hier vorbeikommen. Also schreibt doch gerne mal eure Fragen, die ihr eventuell hier zu dieser Beleuchtung haben könntet, unter dieses Video hier. Und auf die Fragen werden wir dann einfach eingehen. Und da kann der Sven einfach Rede und Antwort zu diesen Lampen hier stellen. Das Video dazu ist noch nicht draußen, das wird noch ein bisschen dauern, aber es gibt auch zu der Beleuchtung dann ein eigenes Video, wo dann auch deine Frage unten im Video eingeblendet wird, wenn du denn eine stellst. Also stell deine Frage unter diesem Video hier. Die Beleuchtung hängt, aber sie hängt noch nicht so richtig. Derzeit ist das Ganze hier mit diesem Dreierstecker gelöst, denn die Steckdosen liegen noch nicht. Das müssen wir noch machen, damit werden wir diese Woche noch so ein bisschen anfangen. Aber ich sag mal, solange man Licht hat, kann man sich am Anfang so ein bisschen mit ein paar Verlängerungskabeln so als Notlösung ein bisschen aushelfen. Aber das wird hoffentlich diese Woche noch so ein bisschen passieren. Gerade hier noch ein kleiner Tipp für die Leute, die auch eine Werkstatt haben oder die irgendwie einen größeren Raum haben, den sie jetzt so ausleuchten müssen und halt dann auch direkt noch Strom verlegen müssen für die Maschinen. Hier seht ihr mich quasi in meinen Maschinenecken. Die Drechselbank steht schon, die Hobelmaschine steht auch schon. Hier wird wahrscheinlich so die Tischkreissäge hinkommen. Das bedeutet einfach, dass wir hier relativ viele Starkstrom-Steckdosen setzen werden. Dort werden zwei hinkommen, hier werden zwei hinkommen und hier werden zwei 16 Ampere Starkstrom-Steckdosen hinkommen. Und jeweils zu dieser Starkstrom-Steckdose setzen wir dann direkt noch einen Doppel-230-Volt-Stecker. Und da hatte ich ein interessantes Gespräch mit dem lieben Jonas. Ja, das Bild passt. Da hatte ich ein interessantes Gespräch mit dem lieben Jonas, denn ich habe den am Telefon gehabt und habe ihn gefragt, hey, wie hast du das bei dir umgesetzt mit dem Thema Stromversorgung für die Maschinen? Und er hat mir halt gesagt, Jonas macht es mittlerweile so, dass er quasi ein dickes Kabel legt und dann gibt es solche fertig konfigurierten Kästen. Da sind dann drei Starkstromsteckdosen unten drin und ich glaube vier 230 Volt Steckdosen. Und hätte ich das vorher gewusst, hätten wir das wahrscheinlich auch so gemacht. Jetzt haben wir schon die ganzen Starkstromsteckdosen und so weiter und so fort gekauft. Aber das Ding ist halt eben, dass ihr dann für diesen Kasten, ich glaube, ein Hunderter bezahlt und das erspart euch halt einiges an Kabel legen und ihr müsst halt eigentlich ein dickes Kabel dann an diesen Verteiler setzen. Und ich sag mal, wenn an der Wand zwei Verteiler sitzen würden, würde das eigentlich bei mir schon ausreichen und ihr müsst halt nicht so viele Kabel verlegen. Ich packe euch dieses Teil mal unten in die Videobeschreibung. Wie gesagt, das hier sind etwa 5 Meter, da würde einfach hier so ein Ding hinkommen und hier würde so ein Ding hinkommen und da hätte ich eigentlich für hier schon für 5 Maschinen Starkstrom. Eine Sache muss man dazu sagen, wobei muss man es eigentlich, keine Ahnung, das hier ist halt ein Ein-Mann-Betrieb, das muss man, denke ich, so ein bisschen beachten, denn wir werden zum Beispiel hier an die Starkstromsteckdosen mit einer dicken Leitung an zwei Starkstromsteckdosen gehen. Die laufen dann nicht beide gleichzeitig. Es ist nämlich kein Mehrmann-Betrieb hier, das ist ein Ein-Mann-Betrieb, das bedeutet, es läuft immer eine Maschine und halt die Absauganlage. Aber da kann man ja dann schauen, dass die Absauganlage in einem anderen Stromkreis läuft, wie jetzt dieses eine Kabel, wo dann zwei Starkstrommaschinen dran klemmen könnten. Es geht ja eh eigentlich immer nur darum, dass man nicht so viele Maschinen rein- und rausstopfen muss. Aber wie gesagt, diese Lösung mit diesem Mehrfachverteiler fand ich ganz cool. Die Sachen gibt es auch mittlerweile alle auf Amazon und sind echt nicht mehr teuer. Das hat mich echt ein bisschen überrascht schon, kann ich glaube ich fast schon sagen. Zu dieser Werkzeugwand werde ich gleich was sagen. Ich räume als erstes mal mein ganzes Technikzeugs hier rüber. Und zwar gibt es jetzt bald auf meinem neuen Zweitkanal, auf meinem Werkzeugkanal, noch ein paar neue Maschinenvorstellungen. Es gab viel positives Feedback zu diesem Kanal.
Da seht ihr einfach, was ich so benutze. Und alles, was ich da jetzt zeige, bis auf eine Sache, habe ich auch selbst gekauft. Und ja, das ist mein neuer Werkzeugkanal. Ich habe schon angesprochen, dass ich dort die Dinge zeigen werde, die ich mir gekauft habe oder schon lange, lange Zeit besitze. Das Teil hier ist ganz cool. Ja, ich brauche jetzt eigentlich gar nicht alles hier auf den Tisch zu legen, aber hier den Exzenterschleifer, die Oberfräse. Ich habe mir einen Kreuzlinienlaser gekauft, ein Schnapper, echt cool. Die Kappsäge, meine Metallkappsäge. Die ganzen Maschinen werden jetzt so die nächsten paar Tage und Wochen auf diesem Werkzeugkanal kommen. Ich packe euch den Link zu diesem Werkzeugkanal unten in die Videobeschreibung. Ich würde mich über einen Kommentar und ein Abonnement von euch freuen. Dann seht ihr auch in Zukunft, was ich hier benutze, weil hier auf diesem Hauptkanal werde ich da nicht mehr so wirklich drauf eingehen. Sieht diese Werkzeugwand da im Hintergrund nicht mega cool aus? Sind auch ein paar Bilder dran, aber darum geht es gleich. In den vergangenen Neuigkeiten oder auch in den vergangenen Videos schon auf dem Werkzeugkanal haben ein paar Leute geschrieben, dass ihr mit dem Ton nicht so zufrieden wart oder seid. Und da habe ich halt reagiert. Es sind jetzt noch ein paar Videos in der Pipeline, wo ich das Ganze mit dem alten Mikrofon aufgenommen habe. Aber ich habe jetzt hier nochmal ein bisschen Geld in die Hand geholt und habe mal ein besseres Mikrofon gekauft. Ich habe davon ja auch nicht so mega viel Ahnung und manchmal hat man halt eben ein Mikrofon, was halt von der Qualität nicht so mega geil ist, aber ich denke, damit soll es auf jeden Fall schon ein gutes Stück besser sein. Gerade noch zum Ton, mein altes Setup, weil mir wurde nämlich geschrieben, das alte Setup gefällt mir besser oder war besser. Das kann sein, aber in der alten Werkstatt konnte ich das benutzen, hier in der Werkstatt funktioniert es halt eben nicht mehr. Wenn ich allein hier mich hinter diesen Tisch stelle, dann ist das einfach eine viel zu weite Strecke, um das Ganze mit so einem Richtmikrofon, was dann auf der Kamera sitzt, aufzunehmen. Und dazu hallert das hier drin schon relativ gut. Und deswegen funktioniert das alte Setup halt eben nicht. Und deswegen habe ich jetzt hier dieses Lavalier-Mikrofon. Ja, und jetzt zeige ich euch mal kurz meine Werkzeugwand. Das ist eine French Cleat-Wand. Und mir gefällt sie nicht nur optisch super, super gut, auch von der Handhabung ist das echt so cool. Es gibt ja so ein paar Leute, die sind strikt dagegen, gegen solche French Cleat-Wände. Aber man muss einfach dazu sagen, wenn man in eine neue Werkstatt einzieht und man nicht Regale schon gebaut hat in der alten Werkstatt, wo man hier so Sachen reinmachen kann, wie Stemmeisen, Schraubenzieher und so weiter und so fort, dann ist das einfach echt Gold wert. Denn ich habe jetzt einfach mal so die ganzen Dinge, die ich sowieso die ganze Zeit benutze, wie zum Beispiel Schrauben, Schraubenzieher, Hammer, Papier für die Hände zum Beispiel. Das hängt jetzt hier und steht nicht mehr irgendwo auf dem Boden. Und dazu habe ich halt jetzt den Luxus, dass ich halt relativ viel Platz habe und die Dinge schon dahin hängen kann, wo ich sie brauchen kann. Ihr müsst euch nämlich vorstellen, dass hier die Wand circa 4 Meter breit ist. Ich glaube, das war so in etwa das Maß oder noch ein bisschen breiter. Und ich will mich da jetzt nicht schon direkt am Anfang festlegen, okay, das Papier soll hier hängen, die Schraubenzieher sollen hier sein. Ich habe schon festgestellt, manchmal ist es ein bisschen blöd, wenn jetzt hier eine Zange hängt, dann kann ich das Teil hier halt einfach wirklich runterhängen oder halt da, wo es halt eben besser hängt. In der kleinen Werkstatt finde ich nicht mal unbedingt, dass das ein Muss ist, weil man halt eben eh nicht so viel Platz hat, weil eine kleine Werkstatt ist halt klein. Aber hier ist es groß und hier kann ich jetzt noch ein bisschen variieren, wo das Ganze hängen soll. Also, und vor allem, es sieht halt super schick aus. Auch seht ihr, dass hier Dinge, die nichts mit dem Werkzeug zu tun haben, hängen. Wie zum Beispiel hier diese alten Reklamen. Ich habe sie eigentlich aufgehangen, weil sie mal so ein bisschen am Herzen liegen. Ich finde, sie sehen auch einfach super cool aus. Wie findest denn du das? Findest du, die passen hier hin? Also ich gehe mal davon aus, also ich finde es schon echt stimmig hier an der Wand. Und ich hatte einfach noch super viel Platz und wenn das da nicht hängt, sieht es so ein bisschen leer noch aus. Also wenn ich weniger Platz habe, dann würden die Bilder auch wieder woanders hinkommen. Aber jetzt habe ich noch den Platz und aus dem Grund bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich die Bilder jetzt hier an diesem Ort aufhängen kann. Aber wie siehst denn du das? Findest du, in der Werkstatt sollten wirklich nur Dinge hängen, die rein zum Arbeiten sind? Oder darf die Werkstatt auch so ein bisschen schick aussehen? Also ich finde, das darf schon sein. Dann habe ich noch eine Frage vom lieben Oliver bekommen. Und zwar hat der Oliver gefragt, ob die Drechselbank hier an diesem Ort stehen bleiben wird. Er hat auch gesagt, dass es eigentlich ganz praktisch ist, denn die Späne fliegen hin an die Wand und nicht in den Raum. Und hier sind sie halt so ein bisschen gebündelt. Also nach dem jetzigen Stand finde ich es auch cool, dass die Drechselbank hier steht. Ich kann das dann auch gut filmen, wenn ich dann was drechsel. Wie du auch schon gesagt hast, die Späne, die bündeln sich so ein bisschen hinter mir. Und hinter mir wird auch nichts hinkommen.
damit ich es auch einigermaßen schnell wegkehren kann. Das, was jetzt hier noch so hier steht, das ist noch nicht so richtig organisiert, aber ich denke schon, dass die Drechselbank erstmal eine Zeit lang hier stehen bleiben wird, weil es halt eben praktischer ist vom Film erstmal und auch vom Aufräumen her. Das funktioniert ein gutes Stück besser als in der alten Werkstatt, denn ich will mal so ein bisschen schauen, dass die Späne wirklich möglichst schnell wegkommen. Das hier ist jetzt noch vom vergangenen Projekt, denn wenn so Späne hier irgendwo liegen, ist es halt immer auch so eine gewisse Brandgefahr, weil hier diese Späne, das ist halt eigentlich Zunder und das muss hier nicht immer rumliegen. Seht ihr auch, der Boden ist mal ausnahmsweise sauber. Wie gesagt, das hier soll so der Maschinenecken werden. Die Hobelmaschine bleibt hier wahrscheinlich nicht. Die Tischkreissäge wird irgendwann hier stehen, damit man genügend Arbeitsfläche hat. Und eventuell kommt dann die Tischkreissäge auch neben die Abrichtung dicken Hobelmaschine neben die Tischkreissäge, weil es vom Platz her ziemlich viel Sinn macht. Denn an der Wand können halt eben Dinge stehen, die man schneller rausrollt, wenn man sie halt eben nicht so oft braucht. Aber da steht es im Moment noch ein bisschen blöd. Genau. Auf jeden Fall hat der Oliver auch geschrieben, wäre ein Scherenwagenheber nicht was für die Werkstatt, so einen wie Marius Hornberger genau hat. Ich muss sagen, ich brauche es bis dato nicht so. Ich habe es auch nie so, also ich hatte nie so das Bedürfnis, so einen Teil zu brauchen, denn ich habe das hier in der Werkstatt oder auch in der vergangenen so ein bisschen anders gelöst. Ich habe schon damals, als ich Werkzeuge gebaut habe, habe ich immer darauf geachtet, dass die in einer Höhe sind. Hier der Metalltisch ist jetzt nicht so das optimale Beispiel, weil der ein bisschen höher ist, aber die ganzen anderen Holzmaschinen sind alle einen halben Zentimeter unter der Tischkreissäge. Das bedeutet, damit kann ich schon schwerere Sachen umherrollen und sie auch praktisch auf der Maschine dann bekommen. Aber ich sag mal, so ein Scherenhubwagen ist ja auch praktisch, wenn man dann von weiter weg was aus dem Anhänger ablädt zum Beispiel und dann irgendwo hinfahren will und es dann irgendwo drauflegen will. Dazu sage ich gleich was, weil da habe ich eine andere Möglichkeit. Aber ich sag mal, so ein Scherenhubwagen ist ja wahrscheinlich immer in einer Höhe, plus minus ein paar Zentimeter. Und dafür kann ich halt eben hier dieses Teil benutzen. Das ist mein alter Schweißtisch. Mit dem habe ich auch schon, das seht ihr dann in dem Werkzeugwandvideo, Platten an die Tischkreissäge gefahren, um sie halt eben nicht hochheben zu müssen. Wenn ich wirklich was Schweres hoch- oder runterheben muss, dann habe ich dafür einen Hochhubwagen. Das ist ein Hubwagen, nur dass er ein bisschen höher kann, deswegen Hochhubwagen. Der kann auf 1,90 Meter. Und damit kann man halt bis zu 600 Kilo schwere Dinge hochheben. Und da kann ich dann wirklich genau auf die Höhe, wie ich es halt eben brauche, die Dinge heben. Ich werde auch aus dem Grund mein Massivholzregal relativ hoch gestalten. Wenn ich da eine Bohle brauche, kann ich dann einfach hiermit den ganzen Polderhaufen quasi rausheben und mir die Bohle an die Werkbank fahren und dann die eine Bohle auf die Werkbank rollen. Und so werde ich das hier in der Werkstatt lösen. Das Ding seht ihr auch übrigens gleich noch, wenn ich euch zeige, wenn wir die Langbandschleifer in die Werkstatt tragen. Haben wir auch benutzt. Damit könnt ihr auch einfach eine ganze Palette direkt auf dem Anhänger legen. Ist aber, ich sag mal, in Kombination mit dem normalen Hubwagen top. Weil hier dieses Teil wiegt nämlich 230 Kilo. Und wenn man dann nur eine Palette verfahren will, ist dann hier ein normaler Hubwagen schon cooler, weil der nicht so schwer ist. Der ist dann so für die normalen Hubarbeiten, Palette hoch, 5 Meter rüber, ist das dann cooler. Aber für die spezielleren Sachen ist dieser Hochhubwagen halt echt ein Traum. Also ich hoffe, ich habe damit deine Frage beantworten können. Einen Scherenhubwagen werde ich mir nicht bauen oder mir nicht holen, weil ich halt das Ganze so lösen kann. Danke auch natürlich an die ganzen anderen Kommentatoren unter dem Neuigkeiten-Video und unter dem Hackschnitzel-Video, wo ich den lieben Achim besucht habe. Ich lese alle Kommentare. Vielen lieben Dank für alle eure Kommentare. Mega nice. Und dann kommen jetzt auch noch gleich ein paar Ausschnitte zu hier meinem Langbandschleifer. Zuallererst mal für die Leute, die es nicht kennen, das ist ein Langbandschleifer. Das bedeutet, dass ihr hier einfach quasi ein Bandschleiferband habt, nur das ist glaube ich 4 Meter oder 5 Meter bald lang. Und da könnt ihr halt eben zum Beispiel eine Tischplatte oder eine Türe drauflegen und könnt ihr halt eben wie mit dem Bandschleifer schleifen. Und das funktioniert hiermit halt super, super gut. Hier seht ihr jetzt erstmal einen kleinen Ausschnitt, wo ich das Ganze her habe, wie wir das Ganze transportiert haben und wie wir das Ganze hier reinbekommen haben. So, morgens um 7 samstags. Wir gehen jetzt die Langbandschleifer holen. Die übernommen oder wie ist denn das überhaupt bei eurer? Weil ich habe gesehen, ihr habt mehr gegeben, mehrere Schweinereien. Wir haben genau das, die Grundfirma ist in Würzburg. Thank you.
Zum Beispiel bin ich jetzt beim lieben Jonas angekommen. Ihr habt ein paar Schreinereien, oder? Wo habt ihr denn welche? Die hier ist ganz neu, hast du gesagt. Die hier ist ganz neu und in Butzbach ist das Mutterschiff. Cool. Jawohl. Ihr seid alle relativ jung, ne? Wie alt bist du? Ja, ich bin 23. Ah, wie ich dann, also? 23. Super. Ja. Macht Spaß hier. Wie viele Leute schaffen hier oder arbeiten hier in der Schreinerei, Tischlerei? Hier haben wir jetzt, also ich bin hier, ein Geselle, dann ein Azubi und demnächst fängt noch eine Gesellin an. Cool. Und dann steigern wir uns langsam. Wie heißt die auf Instagram? Holzfreude. Ah, super. Nicht Freunde, Freude. Das wird öfters mal verwechselt. Ich habe eben schon gesagt, der Name gefällt mir echt gut. Also ja. Jeder sagt irgendwie immer, keine Ahnung, K&B-Schreinerei oder was auch immer. Ja. Holzfreude ist einmal ein schöner Name. Ja, kann man sich gut merken, denke ich. Auf jeden Fall. Fleischbänder. Aber auch. Ich muss jetzt hier auf, ich muss jetzt hier kurz aufdrucken. Als weiter. Als weiter, bitte. Neuer Steg. Neuer Steg. Warte kurz, ich schau mal. Philipp, nimm. Mach mal. Ja. Lass ab. Lass. So, jetzt Rad. Jetzt gibst du mal das Nageleisen nochmal. Wo ist das Nageleisen? Ja. Hör mal aus. Voll easy. Also, das ist meine absolute Traummaschine. Ihr habt jetzt einen kleinen Ausschnitt gesehen, wie wir das Ding hier reinbekommen haben. Und das ist wirklich so die Maschine, nach der ich schon bestimmt 8-9 Jahre schaue. Weil ich einfach die Technik cool finde. Ich finde einfach die ganzen mechanischen Teile finde ich super cool und halt auch vor allen Dingen praktisch. Denn ich mache ja relativ viel mit Massivholz und das hat mich immer genervt. Als erstes mit dem Bandschleifer rüber, dann mit dem Exzenterschleifer und dann war das Ergebnis nie so wirklich super. Aber damit funktioniert es halt jetzt einfacher, schneller und besser. Das, was ich auch schon gesehen habe, was Leute damit geschliffen haben. Denn ich habe in Zukunft auch vor, tatsächlich mal ein River Epoxy Table zu bauen. Und damit kann man halt eben das Ding echt gut schleifen. Und jetzt zeige ich dir die Maschine mal noch im Detail. Also ihr habt hier quasi einen Auflagetisch, der ist auf Holz. Der liegt auch hier nur auf. Ich schätze mal, dass die Maschine so aus den 60er Jahren ist. Aber die läuft echt noch richtig gut. Unter Strom habe ich sie noch nicht gesehen. Denn dafür muss erst ein Elektriker den Stern-Dreieckschalter nochmal anklemmen. Das wird vielleicht diese Woche noch passieren, dann werde ich es auch mal im laufenden Zustand sehen. Also ihr habt hier einen Tisch, dann habt ihr hier einen Anschlag, den könnt ihr auch verstellen. Und genau, ihr legt quasi euer Werkstück drauf, was ihr dann schleifen möchtet. Ihr könnt das in diese Richtung bewegen und dann habt ihr noch hier dieses Teil, was ihr dann punktuell immer auf den Tisch legen könnt. Und könnt es dann halt eben so schleifen. So funktioniert erstmal so die grobe Technik, aber die Maschine hat noch ein bisschen mehr. Zuallererst habt ihr hier oben mal noch eine Auflage, da könnt ihr dann freie Handdinge schleifen. Das kann die Maschine. Dann habt ihr auch hier auf dieser Seite noch einen Tellerschleifer. Ich sag mal, Tellerschleifer ist ja eher so ein Heimwerker-YouTube-Ding, was es schon unzählige Male gezeigt, also was schon echt oft gezeigt wurde. Und ich sag mal, das hier ist so ein richtig dekadenter Schleifer, wenn man den Langbandschleifer anmacht, um dann hier in diesem kleinen Teller was schleifen zu können. Was auch noch ganz cool ist, da brauche ich auch noch eure Hilfe. Und zwar die Leute, die einen Langbandschleifer haben, spannt ihr das Band oder entspannt ihr das Band immer, wenn ihr fertig gearbeitet habt. Denn das funktioniert hier ziemlich flott. Denn das ganze Ding ist quasi mit einer Feder, ist das Ganze gespannt. Und wenn ihr halt dann theoretisch fertig seid, ich weiß halt nicht, ob es notwendig ist.
könnt ihr das Ganze so entspannen. Und das hier ist ein massives Stück Metall, damit ihr halt auch so ein bisschen Gewicht drauf habt. Und wenn ihr dann nochmal arbeiten möchtet, könnt ihr das Ganze hier mit spannen. Überall sehr, sehr viele Einstellmöglichkeiten, damit es auch einfach gut läuft. Hier habt ihr noch einen Spindelschleifer. Also auch super dekadent, wenn man was an dem Spindelschleifer schleifen möchte. Dann muss man natürlich den Tisch auf- und absenken können. Das funktioniert hier mit dieser Kurbel. Da ist unten so ein Kettenwerk und damit kann man das dann hoch und runter drehen. Also es funktioniert auch super einfach. Das sind halt einfach auch Maschinen, die 400 Jahre gebaut wurden. Auch der Schleifbandwechsel ist ziemlich easy, denn dafür braucht er eigentlich gar nicht mal viel. Da könnt ihr das Ganze hier werkzeuglos öffnen und könnt das Schleifband auch schon direkt runterziehen. Das ist jetzt aber erst ein neues, das soll jetzt erstmal drauf bleiben. Und genau, alles wirklich schön massiv gebaut und es läuft sehr, sehr gut. Hier nur ein kleines Detail. Die Maschine verfügt nämlich bei allen Punkten, wo sich irgendwas dreht oder irgendwie ein bisschen gefettet werden muss, Abschmiertöpfe, beziehungsweise das hier ist für Öl. Kann man dann mit der Ölkanne hier quasi Öl reingeben, damit hier dieses Teil in einem Ölbad liegt. Dann sehen wir aber hier noch den 4 kW Elektromotor. Da zeige ich euch gleich auch noch eine Besonderheit. Hier sind dann auch nochmal Abschmiertöpfe, da kommt Fett rein. Da könnt ihr dann die Lager von dem Elektromotor immer mit Fett quasi versorgen. Der Stern-Dreieckschalter, ziemlich massiv. Das Schleifband läuft übrigens in dieser Richtung. Das bedeutet, der Schleifstaub wird hier reingezogen. Und ich brauche eigentlich keine Absauganlage, denn hier die Maschine verfügt halt eben über ein Flügelrad, was dann den Staub, der sich quasi hier drin sammeln würde, hier durchzieht. Hier ist ein richtig großes Flügelrad drin und hier wird dann halt eben der ganze Schleifstaub rausgeblasen. Habe ich gleich noch eine Frage an euch, weil ich da noch ein Projekt dann draus machen möchte. Das sind so ein paar Feinheiten von der Maschine. Was haben wir noch? Da hinten seht ihr auch noch Abschmiertöpfe. Hier links und hier rechts. Wie gesagt, an allen Stellen, wo sich so ein bisschen der Schleifstaub verfettet hat. Da sind auch dann noch Abschmiertöpfe, damit ihr halt eben die Lager mit Fett versorgen könnt. Also es ist in meinen Augen, wie gesagt, wirklich eine Traummaschine. Und ich bin froh, dass ich jetzt wirklich eine habe. Und schaut mal einfach auf Kleinanzeigen. Die sind auch wirklich nicht teuer. Wenn ihr euch eine Langbandschleifmaschine holt, würde ich euch nur eine Sache empfehlen. Schaut vielleicht nach einer Langbandschleifmaschine, die schon ein paar Bänder hat. Da gibt es ja relativ viel Angebot. Denn bei so einer Maschine sind halt die Bänder relativ teuer. Könnt ihr euch vorstellen, 10 Bänder kosten 100 Euro. Ich habe bei der Maschine, da sind noch relativ viele Bänder dabei, von der Körnung 60 bis 150. Das reicht dann auch. Dann kann man nämlich mit dem Exzenterschleifer die feinen Schleifgänge machen. Damit könnt ihr halt ebenso das Ganze schön gut grob und auch relativ fein vorschleifen. Dann habe ich noch eine Frage, beziehungsweise ich will einfach so ein paar Anregungen von euch, oder ich hätte gerne ein paar Anregungen von euch, denn ich habe hier dieses Flügelrad, was mal theoretisch so eine eigene Absauganlage erspart. Und dafür muss ich halt noch einen Filter bauen, der vielleicht hier stehen könnte. Und ich habe mir jetzt bis jetzt einfach sowas überlegt, dass ich vielleicht quasi eine viereckige Box bauen könnte, an der oben F9 Taschenfilter sitzen, eventuell 8 eigene Taschenfilterreihen. Das ist dann so ein Teil, was man sich kaufen kann. Die sind auch nicht teuer, die kosten, glaube ich, 80 Euro. Ich packe mal den Link, den ich mir quasi dafür kaufen will, auch unten in die Beschreibung. Könnt ihr euch ja anschauen und mir dann sagen, ob das Ganze dafür gut ist. Ich habe mit jemandem auch gesprochen, für Tischlerbetriebe braucht man, glaube ich, H1-Filter. Die sind so fein, die wurden damals, glaube ich, für die Raumfahrt entwickelt. Das habe ich auf Wikipedia gefunden. Aber ich werde wahrscheinlich F9-Filter holen, weil es die einfach ein bisschen besser gibt. Und jetzt mal eine Frage an euch. F9-Filter müssten eigentlich reichen, dass die Luft, die dann durch die Filter gepresst wird, quasi eigentlich krank macht, wenn man das immer atmet. Also ich habe nicht so richtig gute Antworten gefunden. Was ich gefunden habe, war halt eben, dass für Arbeitsstäube, wie zum Beispiel auf dem Bau, wenn er irgendwie was mit der Fleck schneidet, M6 bis M7 oder F5 Filter benutzt werden. Ich würde halt F9 Filter benutzen, die sind noch mal feiner. Deswegen so das, was ich gefunden habe, sollte das eigentlich ausreichen. Genau, aber nochmal zum Projekt. Dass da vielleicht so ein Kasten hinkommt, ein cooler Kasten, der dann unten einen G4 Vorfilter hat und oben F9 Feinfilter. So habe ich es bis jetzt mal geplant, aber was sagst du? Noch ein kleiner Einwand.
Ich würde auch, glaube ich, keine Absauganlage ankleppen, weil wenn die Absauganlage läuft und dieses Ding läuft und die viel mehr Volumenstrom hat als die Absauganlage, könnte ich mir vorstellen, dass die abraucht, weil die sich ja dann noch schneller dreht, weil der noch reinbläst. Also, das war meine persönliche Traummaschine. Ah, eine Sache kann ich euch noch zeigen. Eine Sache zeige ich euch noch. Natürlich muss man hier extrem aufpassen, wenn man kleine Werkstücke schleift, dass die nicht über diesen Anschlag rutschen und dann hinten reingezogen werden. Denn wenn hier gut Druck drauf gibt, dann wird das schon schnell wegfliegen. Das ist auch dem Vorbesitzer mal passiert. Zeige ich dir mal. Hier seht ihr halt eben den Einzug. Und der Einzug, der ist hier brutal rumgebogen. Also es scheint, dass hier wirklich mal ein Stück Holz oder einmal oder öfters hier reingeflogen ist. Aber die Schreiner unter euch, die auch so eine Maschine schon benutzt haben, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob dir das auch mal passiert ist. Also man muss schon mit Bedacht an die Maschine ran, aber man hat ja zum Glück immer die Hände quasi an Teilen, die sicher sind. Was meine ich damit? Wenn ihr damit was schleift, dann habt ihr hier an dem oberen Bock habt ihr hier eure Hand und hier unten habt ihr eure andere Hand. Und der ist auch so eingestellt, dass ihr nicht unter das Schleifband kommen könnt. Und ich denke halt einfach, wenn man hier die Hände einfach an beiden Elementen mal dran lässt, dann wird da nicht wirklich viel passieren können. Ja, aber ich werde es ja bald sehen, wenn ich die Maschine dann hoffentlich bald in Benutzung habe. Das ist meine persönliche Traummaschine. Jetzt steht sie endlich hier. Aber ich will jetzt von dir mal noch wissen, was wäre denn die Maschine, das ist nämlich die Schlussfrage von diesem heutigen Neuigkeiten-Video, was wäre die erste Maschine oder was würdest du dir als erstes kaufen, wenn du jetzt so wie ich in der glücklichen Lage stecken würdest, eine größere Werkstatt zu besitzen und du könntest dir jede Maschine, die günstig ist, kaufen und halt platzbedingt einfach in die Werkstatt reinstellen. Also, welche Maschine würdest du dir als erstes kaufen, wenn du mehr Platz hättest? Schreibt es gerne in die Kommentare. Meine Antwort habt ihr jetzt gesehen. Vielleicht habe ich ein paar von euch auch infizieren können, einen Langbandschleifer sich zu holen. Jetzt sind sie noch günstig. Keine Ahnung, wie viele Leute jetzt nach diesem Video nach der Maschine schauen werden. Aber ich bin super glücklich, jetzt eine mein eigen nennen zu können. Und die wird die nächsten Jahre noch treue Dienste leisten. Das soll es mit dem heutigen Neuigkeiten-Video gewesen sein. Ich hoffe, es war auch für dich was dabei. In dieser Woche kommen die ersten Videos vom Werkstattumbau, beziehungsweise das erste Video wird sein, eine Werkstatttour, wie die Werkstatt ausgesehen hat, als ich hier eingezogen bin. Also schalt dann auch auf jeden Fall ein. Das Video kommt am Donnerstag und ich freue mich auf deinen Kommentar, auf deine Bewertung und wünsche dir dann mit abschließenden Worten eine ganz, ganz tolle Woche. Ciao.